Guten Tag. Einige von Ihnen wollten wissen, wie man mit der Arbeitsbühne zusammen mit der Fernsteuerung arbeiten kann. Schauen wir es uns einmal an. Wir können Ihnen drei Arten von Arbeitsbühnen anbieten. Feststehend, einen Meter breit, mit einer Hubkraft von 220 Kilogramm. Dann schwenkbar, 90 Grad nach links und rechts, mit einer Breite von 2,2 Metern und einer Hubkraft von 300 Kilogramm. Die Arbeitsbühne hier ist schwenkbar und ausfahrbar, von 2,4 auf 4 Meter Breite, verbunden mit dem Teleskopen T41-180 SLP. Zum Verbinden der Arbeitsbühne mit der Maschine verwenden wir die standardmäßige Quick-Tatch-Kupplung. Außerdem muss man zwei Hydraulikschläuche und einen elektrischen Kabelbaum anschließen. Bestellen Sie Ihre Maschinen mit der Option Vorinstallation für Arbeitsbühne, da sie ansonsten nicht funktioniert. Bei einem Quick-Tatch haben wir den drehbaren Rahmen, der die Arbeitsbühne nach links oder rechts dreht. Gesteuert wird dies durch einen Hydraulikzylinder. Und vorne befindet sich der Korb selbst. Bevor wir auf die Arbeitsbühne steigen, müssen wir die Maschine erst einrichten. Stellen Sie die Maschine auf hartem Untergrund ab. Achten Sie darauf, dass die Feststellbremse angezogen ist. Senken Sie die Stabilisatoren ab und richten Sie die Maschine gerade, indem Sie diese Tasten drücken. Die Anzeige befindet sich hier in der Kabine. Schalten Sie dann die Fernsteuerung ein, indem Sie diese Tasten drücken. Und vergessen Sie nicht, die Fernsteuerung mitzunehmen. Bevor Sie auf die Arbeitsbühne steigen, müssen Sie den Sicherheitshelm und den Sicherheitsgurt anlegen. Zum Einsteigen heben Sie diese Stange an. Stecken Sie die Fernsteuerung in die Halterung, ziehen Sie beide Schrauben fest und schließen Sie das Kabel an. Achten Sie darauf, dass Sie die ganze Zeit mit mindestens einem Punkt verbunden sind. Die Stopptaste muss oben sein. Schalten Sie die Zündung ein. Drücken Sie den Knopf rechts und dann den Startknopf links. Zum Anheben des Auslegers ziehen Sie den rechten Joystick. Er ist voll proportional für eine reibungslose Steuerung. Zum Absenken des Auslegers drücken Sie den rechten Joystick. Die Maschine erhöht die Drehzahl automatisch. Zum Ausfahren des Auslegers ziehen Sie den linken Joystick. Alle Steuerungen sind proportional für reibungslose Bewegungen. Zum Einfahren drücken Sie den linken Joystick. Gut. Mit dem rechten Joystick zur Seite steuern Sie die Drehung des Korbs. Rechts und links. Wenn ich das Ventil ändere, steuere ich das Ausfahren und das Einfahren der Arbeitsbühne. Durch Bewegen des linken Joysticks zu den Seiten steuere ich das Auslegerpositionierungssystem nach links und nach rechts. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie den Ausleger ein und senken ihn ab und drücken dann die Stopptaste. Es ist also kinderleicht und sicher, mit einer Bobcat-Arbeitsbühne zu arbeiten. Denn die Maschine ist mit einem Überlastmelder ausgestattet, die den Betrieb stoppt, bevor sie ihre Grenzen erreicht. Vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und bis zum nächsten Mal.